Eins. Hallo und willkommen zurück zum Monkey Pirates vs. Hosenkorb. Ich habe gerade hier nochmal, oder wir haben gerade nochmal umgestellt, dass jetzt hier auch die Sachen gecraftet werden, weil vorher wurde der Zucker natürlich nicht mehr exportiert. Und ja, was ich jetzt noch vorhab, ist, ich möchte auch das Lubricant anschließen an die ME-Sachen, weil ich meine, mit ME müssen wir hier irgendwie hin. Dementsprechend, wie, was war das? Eine Transition hattest du benutzt, oder? Für was jetzt? Für, also ich habe den Tank habe ich an der Storage-Dingens dran. Ah, Storage-Bus, genau. So ich sah. Ja. Na? Oh. Ey. Black. Der da. Fluid Storage Bus. Oh. Komm, ich mach das Rezept. Weil wahrscheinlich haben wir dann noch irgendwelche 15 Flüssigkeiten, die wir dasselbe machen wollen. Und das kann gut passieren. Also, Fluid Storage Bus. Dankeschön, Encode. Das braucht einen Storage Bus. Encode braucht ein... Nix, das haben wir nämlich schon. Okay. So, also das. Wow, jetzt geht's aber los. La 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 la. Silikon wird geschmolzen, der wird gedingst. Es wird Auto gecraftet, das wird geschmolzen und dann. Ah, sollten wir eine Fluid Storage Bus haben und dann noch ein Fluide Export Bus, bitteschön, dankeschön. Und ein Bukat. Bukat haben wir, wunderbar. So. Fluid Export. Ich bin nicht fertig. Warum nicht fertig? Weil noch geschmolzen werden muss. Ah, da war der heute wieder ewig. So. Jetzt what the hell? Ah ja. Wo ist jetzt das Linking-Buch hin? Lost in Translation. Okay, Spitzhacke ist blöd für Linking-Bücher. Ah. Hä? Da ist mein Loch. Schauen wir mal, ob das so geht. Aber wird schon, oder? Ups. Wird schon. Jetzt bin ich bei denen in der Basis. Das ist wirklich deren Linking-Buch. Gut gemacht. Aber das war bei in unserem Bereich. Ja, dann. Schreib mal. Moment, da kommen wir super in deren. wir kommen super in deren Linking-Buch-Raum. Das nehmen wir mal mit, oder? Das nehmen wir mit. Das finde ich super. Future Reference. Ja. Ach, man weiß ja nie, wofür man es mal brauchen kann. So, okay, jetzt muss ich aufpassen. Also das Buch, was hier ist. Aber ach, du kommst wieder zurück. Ja, ja, das Buch war dann doch wieder da. Warum auch immer es kurz weg war. Ich würde es jetzt gerne ausprobieren, aber ich habe Angst, dass ich dann sterbe. Das ist jetzt blöd. Aber ich glaube, wir geben es einfach denen. Dann, ich meine, wenn das in der Luft ist, dann die spawnen ja da. Ist ja wurscht, oder? Wenn da nichts drunter ist. Sollte. Hm. Okay, dann okay. Gehe ich jetzt nochmal. Da? Hm, vielleicht, keine Ahnung. Hä? Du musst dann nachher mal schauen. Ich habe gerade durch den Boden hier mal ersetze aus Versehen irgendwo einen mitgekriegt, wo eine Fackel drauf war, wo ich nicht wusste, wo sie herkommen. Musst du dann mal gucken, ob die, ja, musst du dann gucken, ob die Redstone-Torch das wieder richtig stehen, oder? Ich muss das mit einem Fluid Storage Bus anschließen, richtig? Musstest du ja, nicht Fluid so hatte ich es zumindest. Storage Bus irgendwas sagen? Ich habe den Bucket mal reingetan. Ah, Water. Ja, ich weiß nicht, ob ich es brauche, aber... Okay, wir finden es jetzt einfach mal so raus, in dem... Fackel, welche Fackel? Ja, die Fackel steht vor dem Fermenter. Ah, okay. So, wir haben jetzt ein Buch richtig. Von denen. Weil sonst macht er nicht das, was er soll. Hm. Sehr schön. So. Sehr gut, dann pack das irgendwo in den Safe rein.
Ich habe noch meine, keine Ahnung, wo meine Box ist. Oh, ist natürlich auch blöd, wenn die Maus mal wieder leer ist. Kabel anschließen. Unpraktisch, ja. Ja, wenn so lang die voll ist, ist es mal kurz, ich muss hier noch ein Kabel verlegen. Die Hubkabel. Was. Da kann ich ja... Eins machen. So. Und jetzt kommst du auch hinten rum wieder raus. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das Chatpack nicht mag? Nimm ruhig wieder das alte her. Hindert dich keiner dran. Nobody's forcing you, genau. So. Ihr habt doch irgendwo eure Iron Boxes oder Steel Boxes. Wie heißen die? Strong Boxes. Ja. Meine ist voll mit Computerzeugs. Nee, ich habe keinen Platz mehr. Wo meintest du, dass ich rauskomme? Hier hinten über den Lavasee. Ha! Wie? Drüber fliegen? Nee, nur eins hoch. Also ich kann, wenn ich durch die Lava fliege, hoch, ja. Okay. Sah dann bin ich kurz in der Lava. Hör aus, macht nix. Müsste ich das überleben schon, oder? Ja, locker. Wahrscheinlich machst du ja gar keinen Schaden. Jo. Stimmt. Hey, wir haben Lubricant. Wunderbar, sehr cool. Yay. Also das Ganze funktioniert, das ist ziemlich geil. Sehr schön. So, das bedeutet... Also, wir kommen hier ins End auf alle Fälle. Und dieses Rückreisebuch sollten wir dann wahrscheinlich noch woanders hinstellen. Und wir haben jetzt den Rosen dieses hübsche Gebiet zur Verfügung gestellt. Da ist nichts. Sie können ein paar Wolken einsammeln vielleicht, aber ansonsten ist hier nichts. Und sie können 60 Blöcke tief fallen. Weil wenn sie durch das Buch gehen, was wir ihnen geben werden, dann spawnen sie hier in der Mitte. Und dann hoffen wir für sie, dass sie ein Chatpack dabei haben. Wenn nicht, ist es lustig. Dann wird mal hier der Death-Counter endlich verwendet. Ja, richtig. So, jetzt teste ich nochmal, ob das wirklich 30x30 ist. Also 60 bis 62, also eins mehr, weil Zaun. Ha. Die und Fractation Unit hat genügend Torque und sonst was zur Verfügung. Schön. Jo, jetzt geht der Schmarrn los, was wir alles dafür brauchen. Drum, also 61. Wenn die jetzt ausläuft, werde ich die nicht weiter wieder befüllen. Bis 92, was? Das ist dann läuft aus. Das klingt ungesund. Ja, nee, die Performance Engine, die läuft jetzt noch, wie lang? 14 Minuten. Achso. Und ich werde jetzt erstmal nichts befüllen, weil ich keine Ahnung habe, ob wir das schaffen in der Zeit. Genau. Aber es sieht echt so aus, als ob dieses Lubricant nicht mehr benötigt wird, aber es ist trotzdem ziemlich cool zu sehen, dass es funktioniert. Darum halte ich es jetzt mal benutzen. Weil damit können wir jetzt, müssen wir jetzt nicht mehr überall die Sachen, die Kabel verlegen für, ja, hier diese Sachen, beziehungsweise die Hosen da. Hier, sondern haben unten eben unser Reservoir. Da ist es angeschlossen und dann können wir jetzt einfach nur mit dem ME weitermachen, was wir eh eigentlich überall hinlegen. Das ist dementsprechend angenehm. Wunderbar. Mhm. Okay, also, was brauchen wir? Wir brauchen eine Gasttier. Wir haben keine Gasttier. Das kann schon sein. Wir haben noch keine Gasttier. War schon ewig. Dann keine brauchen mehr wir mal eine. Ja, also da brauchen wir zum Glück nur eine. Okay. Jet Fuel Damas. Also, Blaze Powder, das wird interessant. Blaze Powder kann man künstlich herstellen, falls wir zu wenig haben. Können wir? Ja. Wie? Schau nach. Destabilized Redstone. Ja, genau. Vermutlich. Genau.
Und Redstone im Magma Crucible. Und wie stellen wir Redstone her? Was? Redstone haben wir doch. Also über Redstone, oder? Ja, ganz normal Redstone. Okay, also gut. Das werden wir auf jeden Fall mal brauchen. Also wenn irgendwer, wem langweilig ist, darf er damit anfangen. Ich merke schon. So, folgendes. Kohle ist kein Problem. Tar Sand, was ist ein Tar Sand? Das ist Soul Sand im Grinder. Interessant. Folgendes, das Buch zurück, was wir jetzt hier haben. Ich baue das mal ein. Und zwar in eine kleine Höhle hinter dem Spawnpunkt. Das heißt, dass man es halt nicht sieht. Okay. Vor allem, dass die Hosenkorbler uns nicht auch das Buch wegnehmen. Was sie ja nicht dürfen, weil das ist ja unser Gebiet. Aber man weiß ja nie. Na, schon richtig. Und deshalb stelle ich das jetzt in eine kleine dunkle Kammer, wo man sich dann erstmal durchbohren muss. Sehr gut. Ah, wir haben keinen Nether-Quarz-Dust mehr. Dann muss mal definitiv jemand in den Nether. Oder was ähnliches. Ja, wir haben ja noch dieses eine Age, genau. Wo der Miner gerade steht und nichts tut, weil ich ja hier bin. Ach, dann, den Miner haben wir auch, stimmt, ja. Die Knochensäulen da. Wo war er? Da war er. Ich höre Vögel im Hintergrund. Wie viel musst du denn noch machen? 51. Sicher, dass die nicht bei dir sind? Mal schneller. Ne? Ich glaube, die sind beim Jojo. Ja, die sind bei mir. Okay. Der Jojo, ich habe bloß komisches Gegrunze. Das sind die Endermänner von mir. Oh, da ist ein Gast. Komm, du hast doch eine Träne dabei. Ne, vielleicht sollte ich ihn nicht mit Licht beschießen. Ich glaube, das findet er ziemlich egal. Licht? Ja, Licht. Okay. War das eine Gast hier? Nee, das war Gunpowder. Schade. Du hast einen Hut. Nee, den hatte ich schon. Okay. So, wie lange haben wir denn noch? Wir haben noch ungefähr, ja, 8 Minuten sowas. 8 Minuten? Sollen wir es denen noch zustecken? Können wir schon machen. Ja, mach mal. Ich bin jetzt mutig und teste es mal. Wenn es schief geht, geht es halt schief. Mein Gott. Dann bin ich halt doch der Erste mit einem Leben weniger. Aber ich meine, wenn ich das Jetpack habe, dann muss ich ja hochkommen. Ich meine, ich habe 60 ja. Blöcke Zeit. Das muss ja das irgendwie sollte, reichen. Außer das kaputt konfiguriert, aber, sollte das hinhauen, ja. Aber ich muss ja jetzt nicht unbedingt mit der vollen Ausrüstung. Je nachdem, wie riskant du so leben möchtest, ja. Muss nicht sein. Die blöden Gasts haben alle keine Tränen dabei. Sind sie nicht traurig? Aber weinen tun sie trotzdem. Sie jammern. Was ungefähr der Server ist. Ja, ich weiß es nicht. Energy Cell mitmachen, nee, macht es Sinn. Unbedingt, ja. Also die größte Angst habe ich davor, dass es laggt. Ja. Beziehungsweise die andere größte Angst ist, ich brauche die Boots. Ich muss die Boots mitnehmen. Die zweitgrößte Angst. Weil sonst lande ich etwas hart. Das ist bei deiner Rüstung relativ recht wurscht. Ja, ich habe sie ausgezogen. Ganz. Ah, okay. Ja, dann vielleicht schon. Aber ich glaube, ich nehme sie lieber doch mit. Wer weiß. Ich kriege ja das Absurdeste hin. Mhm. Okay, was brauche ich? Eine Gasträne. Oh mein Gott, oh mein Gott. Party. Ich hab Angst. Ole, ole, ich auch. Achso, das Buch sollte ich. Wo ist es denn? Das muss es gewesen sein. Wie viel denn noch? 16. Ja, komm, die 16 warte ich jetzt noch ab. 16 was? 16 Erdblöcke will er noch abbauen. Ah. Dann meint er, hat er alles.
Ja, zumindest in dem Gebiet halt. Mein so, nochmal Jetpack testen. Achtung, Achtung. Ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Brace for impact. What could... Yes, okay, klappt. Klappt. Wunderbar. Und dann fallen die hier genau mittig rein. Und Gott sei Dank habe ich eine Spitzhacke mit dabei, sonst könnte ich mich da jetzt nicht durchhacken. Cool, 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 cool. Ich würde sagen, am Anfang der nächsten Folge kriegen die das, oder? Jo, ja. Klingt nach einem Plan. Nach einem guten Plan sogar. Und ich möchte nochmal betonen, wir verstoßen damit gegen keine Regeln. Wir kratzen sie nur. Richtig. Wir sind nur so nett und geben denen ein Buch dahin, wie sie hinkommen. Ja. Und ich habe nicht gesagt, dass sie da sicher landen. Und es stand auch nirgends drin, was für ein Gebiet. Ja. Das passt schon. Gut, dann kriegen die jetzt eine schöne. Wie überreichen wir das denen denn? Per Post, wie immer. Achso, wir haben ja eine Postkiste. Was ist das denn? Hier stehen Walrüsse. Was? Vor unserem Eingangstor. Mhm. Fischipede kann Spuren von Walrussen enthalten. Das könnte erklären, warum es so laggt. Sind das die krass Hochpolygon-Dinger? Haben die auch Post oder ist das. Weiß nicht, ich glaube, sie hatten es zumindest mal, aber. Ja, der steht bei uns. Eine Kiste da stehen. Ja, nee, ja, ich meine, bei ihnen dachte ich schon auch mal eine. Ja, aber das steht drinnen. Okay. Haben sie sie verlegt? Nee, da ist Holz drin. gut, dann kriegen sie halt auch Post. So, um den Schädel rumfliegen ist auch dauert. Ich hasse diese Enderlilie hier. Ist heute meine große Hass. Ja, ich merke schon. Was du alles hast. Hass-Folge. Oh. Wie mein Inventar voll ist. Okay, davon, was man so neu Stress mit Block ist, brauche ich nicht. Mal wegschmeißen. Gut, dann mache ich mich mal auf den. Ne, da ist noch. So, an deren Mauer kriegen sie jetzt eine tolle Holzkiste hingestellt. Mehr gönne ich ihnen nicht. Zack. Ah, ich habe mich gerade gefragt, warum meine Energie auf einmal so niedrig ist. Nee. Hast du Energiezelle rausgeschmissen? Nee, ich habe eine neue aufgenommen. So, dann schreiben wir ihn mal. So, was schreiben wir denn Schönes? Hier euer Zugang zum End. Have fun. Mhm. Enjoy. Liebe Hosenleute. Hosenleute. Ach, du willst es so schreiben? Ah, ich dachte auch als Buch. Ja. Gott, es laggt. Ja, ich habe mich nicht mehr ausgekannt, weil hier plötzlich ein Haus stand. Ich pack den Miner jetzt mal kurzzeitig ins System, also wer der Ansicht ist, er will mit dem Miner ein bisschen was unternehmen. Viel Spaß dabei. Mal schauen. Wahrscheinlich vergessen werden einfach. So, eine Gast hier, die verbraucht sich nicht. Brauchen wir da drin auf jeden Fall mal. So. Reicht, oder? Fehlt noch was? Nö. Ich beobachte sie, wie sie das Buch abholen. Bestimmt witzig. Ich finde das sehr nett von uns. Ja, doch, doch, total. Also, ich meine, es hat uns immerhin Leder und Tinte und Zeug so gekostet. Eben. Und ich gehe zum End und schaue mir das. Zeit vor allem, ja, mich vor allem. Mhm. Ich gehe jetzt ins End und schau mal, ob da jemand durchfällt, wenn wir das finden. So, ich habe ja immer noch nichts Wichtiges dabei. Oh.
Doch, passt. Nimm mal ein bisschen von dem Erz mit, was mal da ist. Das Erz? Das Problem ist, ich könnte jetzt hier ewig stehen und warten, aber ich glaube, ich will nicht ewig warten. Ja, vor allem willst du nicht mehr diese Folge warten, weil diese neigt sich dem Ende zu. Genau. Warum ist dann da also, das Ohr? Weil ich das gerade aufgestellt habe, um abzubauen, wegen Lack und sonst was. Ah, okay. Wir sollten mal irgendwo einen Roboter hinstellen mit einer Fortune-verzauberten Pickaxe. Oh ja, das wäre was. Dem man Zeug geben kann, dass er auch... Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Auf jeden Fall, wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.